Im Einklang mit der Natur entstehen in der Hofpfisterei jeden Tag frisch ökologische Brotlaibe von einzigartiger Qualität. Eine Qualität, die alle Sinne anspricht. Aber wie wird diese Qualität Tag für Tag erreicht? Was sind die 7 Geheimnisse des unvergleichlichen Pfisterbrotes? Möglicherweise hilft die langjährige Tradition der Hofpfisterei. Vielleicht aber auch die strenge Kontrolle der Zutaten. Es könnte sein, dass das Know-how der Bäcker eine Rolle spielt. Oder es ist einfach die Liebe der Hofpfister zum Brot, einem unserer Grundnahrungsmittel. Wenn Sie die 7 Geheimnisse kennenlernen wollen, folgen Sie uns in die sonst verborgenen Bereiche der Münchner Backmanufaktur. Dies ist einer der Bäckermeister der Hofpfisterei. Es ist 16 Uhr und sein Arbeitstag beginnt gerade. Seine Aufgabe? Er muss darauf achten, dass nur perfekte Brote die Backstube verlassen. Das Wichtigste vorweg: Die Hofpfister verzichten schon immer aus Prinzip auf alle Zusätze im Brot. Mehl, Wasser und Salz, später noch ein paar Gewürze. Das war's. Wer ohne Hilfsmittel bäckt, muss sich hundertprozentig auf seine Rohstoffe verlassen können. Daher wird nur Getreide aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft verarbeitet. Einer der fast 600 Vertragsbauern ist Anton Martin Neudecker aus Hohenpolding in Niederbayern. Er erklärt uns, worin der Unterschied zu konventioneller Landwirtschaft besteht. Es werden im Ökolandbau keinerlei chemische Spritzmittel eingesetzt, keinerlei Kunstdünger, keinerlei chemische Maßnahmen. Also das wird im Frühjahr einmal mechanisch nochmal Unkraut bearbeitet und dann war's das. Der wird ausgesät und geerntet. Ökolandwirt zu sein, das bedeutet verantwortungsvoll mit der Natur umzugehen. Die Vorteile des schonenden Anbaus: Die Böden und das Grundwasser werden nicht belastet und die Artenvielfalt bleibt erhalten. Auch das Klima wird geschützt. Doch einen Nachteil gibt es für den Bauern. Die Ernte ist im Vergleich zum konventionellen Anbau fast halbiert. Dennoch kann sich Neudecker keine andere Landwirtschaft mehr vorstellen. Wenn man sich tiefer mit der Materie beschäftigt hat, dann lässt man es eher sein, als dass man konventionell macht. Also ich würde den Hof eher verpachten, als auf konventionell zurückzustellen. Ich denke, dass der Markt weiter wächst, weil meines Erachtens immer mehr Menschen fragen, wovon ernähre ich mich eigentlich. Und darum denke ich, dass der Ökoanbau weiter wachsen wird. Und weil es ganz klar auch ein Genusskriterium ist. Also wenn man gut essen will, dann bleibt einem fast nichts anderes übrig. Das ist das erste Geheimnis der Hofpfisterei. Ökologisches Getreide von erstklassiger Qualität. Die Hofpfisterei verwendet ökologisch erzeugtes Getreide bereits seit 1984. Am Anfang gab es so gut wie keine Ökobauern. Konventionelle Landwirte mussten erst von der Umstellung überzeugt werden. Firmeninhaber Siegfried Stocker tourte damals zusammen mit dem Naturlandverband über die bayerischen Dörfer, um die skeptischen Bauern auf seine Seite zu bekommen. Die Veranstaltungen sind sehr unterschiedlich verlaufen, von teilweise unruhig bis sehr zustimmend. Auf jeden Fall haben wir im Laufe der Zeit immer mehr Landwirte davon überzeugen können. Siegfried Stocker gilt heute als Öko-Pionier. Sein Betrieb wird, soweit es irgend geht, nach ökologischen Kriterien betrieben. Und das aus Tradition. Bereits mein Vater war davon überzeugt, dass es ein guter Grundsatz ist, wenn man bei dem Grundnahrungsmittel Brot eine möglichst ursprüngliche und natürliche Herstellungsweise anstrebt. Die Stockers haben beim Brot im Alleingang, lange vor der Biowelle von heute, sozusagen ein Reinheitsgebot in die Tat umgesetzt. Hinter diesem Tor verbirgt sich das zweite Geheimnis. Die Meiermühle in Landshut, ein Betrieb mit einer über 500 Jahre alten Tradition. Die Ökobauern liefern ihr erstklassiges Getreide, Roggen, Weizen und Dinkel in die eigene Mühle. In
In einem eigenen Labor wird jede Lieferung auf ihre Backeigenschaften hin untersucht. Das ist in einer Ökomühle besonders wichtig, denn beim Naturprodukt Getreide variiert die Qualität von Standort zu Standort. Um die natürlichen Standortcharakteristiken auszugleichen, werden dem Mehl in konventionellen Mühlen oft künstliche oder chemische Mehlverbesserungsmittel zugesetzt. Das ist hier tabu. Dennoch bleibt die hohe Backqualität des Mehls gewährleistet, denn die Müller der Meiermühle mischen Getreide aus verschiedenen Standorten miteinander. Das ist das zweite Geheimnis. Darüber hinaus wird das ökologische Getreide vor der Verarbeitung sicherheitshalber noch zusätzlich auf 240 Rückstände hin untersucht. Und das, obwohl im ökologischen Landbau der Einsatz von Agrochemikalien verboten ist. Die hier hergestellten Mehle gehen in ihren Qualitätsstandards deutlich über das europäische Öko-Zertifikat hinaus. Die Meiermühle ist heute die größte Biomühle Deutschlands. Gut 20.000 Tonnen Ökogetreide werden hier jährlich vermahlen. Täglich verlassen Mehltanker die Mühle und fahren in das Herz der Hofpfisterei. In die Backmanufaktur in der Münchner Innenstadt, die Sie schon kennengelernt haben. Der Bäckermeister ist auf dem Weg in das Allerheiligste der Bäckerei. Hier liegt das dritte Geheimnis der Pfisterqualität, der traditionell hergestellte Natursauerteig. Diesen Teig nennen die Bäcker Grundsauer. Das ist mindestens 12 Stunden gereifter Sauerteig. In dieser Zeit entstehen natürliche Mikroorganismen, die Hefen und verschiedene Säuren produzieren. Sie sind für Geschmack und Backeigenschaften eines traditionellen Sauerteigbrotes unverzichtbar. Der Grundsauer wird zunächst in kleine Portionen geteilt und auf leere Kessel verteilt. Diese Portionen wirken wie ein Geburtshelfer für den neuen Teig. Als nächstes kommen Mehl und Wasser hinzu. Neue Nahrung für die natürlichen Mikroorganismen. Backbeschleuniger oder Fertigsauerteigpulver werden hier nicht eingesetzt. Die Reifung des Sauerteigs bestimmt den Arbeitsrhythmus der Bäcker und nicht etwa Zeitknappheit. Die Mikroorganismen gären und blähen den Teig auf. Das dauert viele Stunden. Dabei produzieren die Hefen Blasen, die den Teig locker machen. Dutzende solcher 340 Kilogramm Teig fassenden Kessel werden jeden Tag mit Sauerteig angesetzt. Dabei steuern die Bäckermeister den Reifeprozess allein durch Temperatur und Zeit. Einen kleinen Teil des Sauerteigs zweigen sie für den folgenden Tag ab. Der Sauerteig wird über mehrere Entwicklungsstufen geführt, wie man sagt. Ein Prozess, der über 24 Stunden dauert. So wird der Natursauerteig der Hofpfisterei jeden Tag aufs Neue vermehrt.